Hallo und Servus aus Haldensee im Tannheimer Tal. Das hier hinter mir ist alles andere als ein ganz gewöhnliches Wohnhaus mit ganz gewöhnlichen Wohnungen, sondern es ist ein Personalhaus, in dem jedes der Zimmer für die Personalangestellten einen eigenen Loxone Miniserver hat und intelligent automatisiert wurde. Und das wollen wir uns genauer anschauen. Ja, Philipp, ich habe es eben schon angedeutet, das ist ein ganz besonderes Gebäude, wo wir hier sind. Was entsteht hier gerade? Also hier entsteht für das Hotel Tirol 28 Personalwohnungen, drei Wohnungen, 25 Zimmer davor. Alles mit Loxone ausgestattet, hauptsächlich für das Energiemanagement und die Beleuchtung. Das heißt, hier ist auch in jedem von den Zimmern ein eigener Miniserver drin? Genau, richtig. Ja, genau. Im Gesamten haben wir da hier jetzt 29 Miniserver verbaut. Einen für Zentral und 28 für Zimmer bzw. Wohnungen. Ja. Außer dem Miniserver braucht ihr sonst überhaupt noch irgendwas, um jetzt jedes Zimmer zu steuern? Ich glaube, ein Miniserver reicht und ihr könnt alles machen, oder? Genau, ja, richtig. Ja. Was genau setzt ihr um? Also mit umgesetzt die Beleuchtung. Die Beschattung ist vorgesehen. Kann man natürlich da erweitern. Die komplette LED, dimmbar Unterbaubeleuchtung, indirekte Beleuchtung im Badezimmer, komplette Beleuchtung, die Heizungsthematik. Auch ein wichtiger Punkt, ne? Energiemanagement, genau. Du hast es schon gesagt. Ja, eben das war auch der Wunsch vom Kunden, oder? Dass man hier auch die Energie sparen kann, oder? Und jedes von diesen Personalzimmern hat sozusagen hier, ja, es ist eigentlich ein Mikro-Apartment. Schlafzimmer, du hast Essbereich, du hast Küche, du hast ein Badezimmer. Alles modern, da legt man Wert auf sein Personal scheinbar. Philipp, jetzt sind wir hier im Badezimmer und das war auch ein wichtiger Punkt, hast du mir gesagt, der dem Hausherrn am Ende ja Loxone näher gebracht hat, Thema Temperatur und Feuchte. Genau, ja, weil wir nachher in die Badezimmer hier keine Fenster hin und nachher jetzt lüften können, haben wir überall auf der Decke einen elektrischen Lüfter und nachher mit dem Touch kann man das super realisieren, Feuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt überwachen, vermeiden die Schimmelbildung, dass automatisch gelüftet wird, wenn jetzt die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird. Ah, jetzt hören wir es auch, die Lüftung geht jetzt schon an. Genau, richtig, ja. Weil ihr habt das auch smart gelöst mit nochmal einem extra Taster zum Thema Handtuchhalter, ne? Wie habt ihr das gemacht? Genau, hier geht es via Digitaleingang auf den Miniserver. Wenn man der Taste ist, hauptsächlich da für die geschaltete Steckdose, da kommt der Handtuchtrockner hin, dass der nicht dauerhaft durchläuft. Ja. Bei Betätigung läuft dann der eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und sonst, wenn die Energie ausgeschöpft ist vom Haus, weil es ein bisschen smart wird, auch mit PV-Integration, wird dann das komplett blockiert. Ja, Philipp, danke für den Einblick hier in dieses wirklich coole Projekt. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo auf unserem YouTube-Kanal. Wenn Sie ein bisschen mehr wissen wollen über Loxone, Sie sehen, man kann mit ganz wenig Komponenten auch schon ganz, ganz viel erreichen. Egal, ob sich das jetzt um ein Personalgebäude handelt, mehrgeschossiger Wohnbau, Hotel, Restaurant, das smarte Büro oder auch das Einfamilienhaus. Einfach mal einen Termin mit dem Loxone-Partner in Ihrer Nähe ausmachen oder alle Infos online nachlesen auf loxone.com. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.